Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute schauen wir uns einmal die H160 von Airbus Helicopters genauer an. Angekündigt wurde der Hubschrauber als große Revolution und was herausgekommen ist, seht ihr gleich. Ende 2011 kündigte damals noch Eurocopter ein revolutionäres Hubschraubermodell unter dem Namen X4 an, bei dem man so wörtlich das Cockpit vermissen werde. 4 Jahre später stellte dann Airbus Helicopters ihr neues Modell unter dem Namen H160 vor. Besonderheiten sind vor allem die Rotorblätter, die aussehen wie ein Bumerang, in der Fachsprache auch Blue Edge genannt. Durch ihre Form sind sie bis zu 50% leiser als die herkömmlichen Blätter. Am langen Heckausleger befindet sich der bisher größte verbaute Fenestorn-Heckrotor von Airbus in einer Neigung von 12 Grad. Dies soll für einen effizienteren Drehmomentsausgleich sorgen. Außerdem fallen einem direkt vor dem Heckrotor 2 Tragflächen, die übereinander angebracht sind, auf. Sie heißen B-Plane und vereinfachen dem Piloten die Arbeit, da sie die Aerodynamik bei niedrigen Geschwindigkeiten deutlich verbessern. Insgesamt 68 patentierte Technologien von Airbus sind in der H160 vereint. Zielgruppe sind die Betreiber aus der Öl- und Gaslieferbranche, die Hubschrauber für den Personentransport von und zu Bohrinseln einsetzen. Aber auch öffentliche Aufgaben, Luftrettung, Küstenwache, kommerzielle Transporte sowie Privat- und Geschäftsflüge kann die H160 bewältigen. Weiterhin bietet der Hubschrauber Platz für bis zu 12 Passagiere und wird von 2 Turbomega Arano 1A Triebwerken mit je 1100 bis 1300 PS angetrieben. Außerdem ist der weltweit erste zivile Hubschrauber, deren Kabine komplett aus Verbundstoffen gefertigt wird. Mit knapp 6 Tonnen zählt er noch zu der mittelschweren Mehrzweck-Hubschrauberklasse. Warum der Hubschrauber Räder und keine Kufen hat, erkläre ich in einem anderen Video, was jetzt oben verlinkt ist. Die Maschine hob zum ersten Mal am 12. Juni 2015 ab und soll in Zukunft die H155 ablösen und spielt damit im Mittelfeld zwischen der H145 und der H175. 2016 schaffte die H160 während Testflügen stolze 337 km/h. Es wird auch eine Militärversion für die französischen Streitkräfte geben, die schon mit 169 Stück bestellt wurden. Trotz allem war der Applaus bei der Präsentation sehr verhalten. Die versprochene Revolution bleibt aus. Das Cockpit ist noch da. Auch Hightech-Ankündigungen wie das Fly-by-Wire-System, eben die weitgehend elektronische Steuerung, wurden nicht umgesetzt. Woher kommt diese Einstellung? Bloß nichts wagen oder überstürzen. Als junges Unternehmen wagt man oft mehr. Man braucht kluge Köpfe, die eine Vision haben und das Zeug dazu, sie umzusetzen. Wie einst bei der Bo 105. Man muss was Neues kreieren, um sich in den Markt zu etablieren. Ein Grund dafür kann sein, dass Airbus mit der NH90 viele Probleme hatte. Wie zum Beispiel mit den Triebwerken und dem Designfehler in der Elektronik. Das bereitete der H160 nicht gerade den besten Weg. Teilweise Flugverbote und Korrosionsprobleme brachten das Modell immer wieder in die Schlagzeilen. Das war natürlich wieder ein Vorteil für andere Hersteller, den Vorsprung zum großen Taktgeber in der Hubschrauberbranche zu verkleinern. Beispiel sind Bell, Sikorsky, Leonardo oder immer mehr kleine Unternehmen wie der Hersteller Copter aus der Schweiz. Ich selber muss sagen, dass ich die H160 sehr schön finde. Also zumindest das Modell. Mir gefällt beim Modell besonders gut die Lufteinlässe für die Turbinen, was leider nicht mit in die Serie übernommen wurde. Und das finde ich mega schade eigentlich. Ich glaube trotzdem, dass sie ein würdiger und ein auf Nummer sicher gehender Nachfolger ist. Die Möglichkeiten und Grenzen sind da aber noch lange nicht erreicht. Was sagt ihr? Schreibt es unter dem Video in die Kommentare oder auch bei Instagram. Richtig, ich habe nämlich jetzt Instagram. Da findet ihr mich unter final.films. Ich habe das so ein bisschen ausgetauscht zu Facebook, weil ich auf Facebook so gut wie nie aktiv bin. Dort findet ihr immer tolle Bilder, Beiträge und auch wenn ein neues Video rauskommt, seht ihr das da zuerst. Bis dahin, das soll es gewesen sein. Many happy landings, haut rein und bis zum nächsten Mal.